Herzlich willkommen zurück in Dark Souls 3, wollte ich gerade sagen, in Uncharted 4. Ja, hallo. Ich musste letztes Mal hier aufhören an der Stelle und bin jetzt zurück. Und dann klauen wir nochmal schnell die Keycard. Das hat er ganz gut hingekriegt letztes Mal. So schwer war das nicht. So, nochmal. Soll ich ein bisschen näher rangehen, während man guckt? Nee. Bist du Wegweiser? Nein, ich wärme mich nur auf. Ich wärme mich nur auf. Wir das wie früher machen, ja? Ich lenke ab und du greifst zu, okay? Ja. Jetzt sehen wir wenigstens mal was Neues. Ist ja auch nicht schlecht. So, er lenkt ab, ich greife zu. Wo ist der Typ hin? Jetzt erstmal suchen. Ja. Erstmal aufwärmen zum Start des Let's Plays. Ich weiß keine Ahnung, wo jetzt der Sam gerade hin ist. Der ist ja irgendwo nach links gegangen, hier ist er aber gar nicht. Dann suchen wir lieber mal nach dem Kellner. Dann wird das schon klappen. Ich glaube, da vorne ist Sam, oder? Der zwängt sich da so durch und spricht ihn gerade an. Der steht aber mit dem Rücken zum Tisch, so. Lass mich hier mal durchschummeln. Geschafft. Er hatte zwei. Naja, wir haben noch mal andere Sequenz gesehen. Also wenn man sich ein bisschen doof anstellt, wie ich gerade am Anfang, dann geht das so. So oder so, wir haben die Keycard und können jetzt hoffentlich in den Sehr Weinkeller. gern Profis bei der Arbeit zu. Okay. Na gut. Versuchen wir es noch mal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Wird schon schief gehen. Nichts wird hier schief gehen, alles wird super. Sei gespannt. Unser Plan. Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich hier so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen. Nate? War das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Na, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört dir nicht diese Söldner-Army? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Tja, hoffentlich gibt's da keinen Ärger oben mit der Nadine. Guck mal, ob hier noch was liegt. Cropchalk im Twitch hat eben schon versprochen, dass es ein super Abschnitt wird. Daran habe ich keinen Zweifel. Bis jetzt sind Uncharted 4 ungefähr alles super. Von daher, warum sollte das nicht der Fall sein? Eine Kleinstadt. Machen die auch Hochzeiten? Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarktauktionen. Aber haben die auch einen DJ? So, wo ist denn der Sam hin? Ich gucke mich hier wild um. Der Sam ganz alleine gelassen. Ja,
Manchmal sollte man dann doch ein bisschen weniger rumgucken und mehr am Spiel bleiben. Jetzt habe ich auch nicht zugehört, was ich machen soll, siehst du? Da bist du, Sam. So. Jetzt bleiben wir mal zusammen. Ich will immer keine versteckten Schätze übersehen. Wahrscheinlich habe ich schon über welche übersehen. Dann bleibe ich lieber bei der Story jetzt. Schluss mit Schätzen. Gente di so. Mist. Siehst du einen Kerl da drin? Nein, nur schwer bewaffnete Schläger. Ich kann mich sogar ein bisschen umgucken, aber viel mehr zu sehen gibt es auch nicht. Und Plan B ist? Ich sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Na, geht doch. Sind Lüftungsschächte. Nate, schau dir das mal. Okay, das ist Fenster. Es werde Licht. Oder auch nicht. Du hast keine. Das geht auch. Schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, mit Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Ich bin nicht ganz sicher, die Stimmen in den Sequenzen so sind total super. Und zwischendurch sind die so leise. So Dialog- und Filmsequenzen, eigentlich beides auf 20. Ja, es ist immer so ein bisschen leise. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet. Ich finde es immer ein bisschen leise. Ich probiere mal wieder, ob Stereo-Kopfhörer irgendwie besser ist. Vielleicht zentraler Kanal irgendwie nochmal anmachen. Obwohl, das betrifft nur Surround-Ausgabe und Stereo-Kopfhörer ist es ja nicht. Ich probiere einfach verschiedene Sachen durch. Ich finde irgendwie immer die Dialoge so sind immer zu leise. Das ist ganz komisch. Habe ich bei anderen Spielen aber das Problem nicht so. Mehr mit deinem Feuerzeug. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Ah, kann man das hier nochmal verschieben? Gut gemacht. So, jetzt hier hinten rum. Mal reinschauen. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Gucken, ob das was bringt von der anderen Seite. Hier ist sonst nichts. Hier entlang. Na komm, Sam. Tja, ist eine schöne Mauer. Verstehe ich schon. Sam? Vielleicht überlegt er sich gleich noch anders. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Die
Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Du hältst das Feuerzeug hinten gegen die Wand. Ah, hat's auch reingeschafft. Na dann. Kannst du mal vielleicht leuchten? Dass hier eventuell irgendwas ist? Scheint aber eh nicht der Fall zu sein. Ist jetzt zu weit. Jetzt kann man oben zu dem... zum Lüftungsschacht, oder? Muss ich noch irgendwie hier drauf kommen? Wie gesagt, Sam ist da. Hier kannst du jetzt doch wohl da hochklettern. Ah, so. Okay, hier. Enger als es aussah, was? That's what she said. Ja, wenigstens ab und zu meinem Ruf noch gerecht werden. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Portali a sciacquature dei piatti. Questa gente non piace aspettare. Frage ist, man hier questa gente potrebbe farci ammazzare. Rauskommt. Una bottiglia da Peo. Zum Lüftungsschacht, was uns ein bisschen weiterbringt. Das könnte der Weg hinter dem Tor sein. So, Sam hätte, Sam sage ich schon. Batman hätte damit keine Probleme gehabt. Hat Platz. Hey, un po' di continuo, ok? Dove diavoli si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Frischluft, wir kommen. Puh, endlich raus da. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Puh, ich finde, das mit den Dialogen ist noch schlimmer geworden. Also entweder stimmt irgendwas mit meiner Einstellung nicht. Ich muss ganz kurz gucken, an der ist auf Stereo eingestellt. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Bei den Videos, wenn ich sie abhöre, klingt es eigentlich meistens ganz gut. Aber ich finde das furchtbar. Also wirklich furchtbar. Mach mal Auto. Einfach lass mal auf Auto. Kanäle Auto. Zentralen Kanal Auto. Dynamikumfang Auto. Ich mach alles auf Auto. Ich glaube, Standard ist hier 45. Ein paar Sachen rum, wie ich jetzt mal wieder zurück. Das ist aber. Vielleicht ist es jetzt wieder besser. Haben sie vielleicht ein bisschen zu viel? Jetzt gucken. Einen habe ich gefunden bis jetzt. Yes. Ist das vielleicht eine Systemeinstellung von der PlayStation irgendwas? Oder in der Elgato? So, hier kommen wir nicht raus. So, woanders lang. Vielleicht gleich in der Pause nochmal nachschauen, was mit dem Sound los ist. Hier außen lang. Oder hier hoch. Ha! Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay, gut, dass du in Form bist. Sully, komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Geht's ihm gut.
Umschauen noch kurz. Hier die Tür aufmachen. Nein. Okay, hier geht's auch nicht lang. Bisschen schauen. Au. Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Natürlich verschlossen. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädeln in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, ab in den Maschinenraum. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, wir zurück in den Bauwagen. Alter, ist noch hoch. Sam, bist du da? Sam? Sully? Toll. Der Empfang ist wirklich nicht das Beste von den Geräten. So, ach, zum Glück kann man hier gut hochklettern. Da hinten wollen wir hin. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste bald da sein. Müsste. Los, wie kommen wir da gut rüber? Bringen wir es da was? Tja, wie komme ich jetzt am besten rüber? Vielleicht über die Dächer, dann da hoch, da rüber hangeln. Okay, das sieht da am vielversprechendsten aus. Dann renn mal. Jawohl. Nee. Oder dann da hoch. Oder kann ich hier links gleich, ne? Das sieht nicht so aus, als könnte ich hier weiter. So. Sehr schön. So, und jetzt bisschen Schwungeinlage. Oh Mist! Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Hm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Hm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen.
die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Duo. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein intersiertes Holzkruzifix aus dem Trottnachlass. Ja, ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Okay, Maschinenraum. Ich schaff das. Tja, unvorhergesehene Komplikationen, die sich hier auftun. Der Rafe plötzlich mit dabei. Der ist anscheinend auch ein bisschen dahinter gestiegen, was mit dem Kreuz da auf sich hat, dass da noch ein zweites gibt und hat auch die Suche nicht aufgegeben in den ganzen Jahren. 15 Jahre, lange Zeit. Ja, in der nächsten Folge werde ich dann hier mal weiter mich auf den Maschinenraum hinzubewegen und dann das Licht ausschalten und mal gucken, wenn jetzt die Nadine da ist und der Rafe, das gibt nochmal extra Ärger, wenn wir dann versuchen, das Kreuz zu stehlen. Bleibt auf jeden Fall spannend. Bis dann.